Sambaiero, Sambaiero. Hallo, liebe Zuschauer, kicken Sie mal, was ich für erotische Bewegung mache. Na, das ist natürlich keine Übung für Putzfrauen. Nein, das ist Salsa. Und wissen Sie warum? Ich bin ja seit vorigen Freitag total im Salsa-Fieber. Naja, ich war doch hier gewesen am Putzen. Ich denke, nanu, was kommt denn da für tolle Töne unten aus der Wilhelm-Galerie hoch? Kieke runter, da war Salsa-Tanzen angesagt. Na, ich ja sofort raus aus meiner Arbeitsschuhe, rinn in eine Pumps und runter. Und was soll ich Ihnen sagen? Ich sitze kaum, kommt doch so ein Jude aus sehender Potsdamer Latino-Tänzer auf mich zu und fordert mich auf. Na, wir haben ja vielleicht eine Kesselsohle aufs Parkett gelegt. Ich sage, wissen Sie was, ich wusste ja nicht, dass man als Postangestellter so gut tanzen kann. Da sagt er, Postangestellter? Wieso Postangestellter? Ich bin doch kein Postangestellter. Sagt er, wie kommen Sie denn darauf? Ich sage, kann ich Ihnen sagen, na, weil Sie mich doch eben beim Tanzen behandelt haben wie eine Drucksache, wa? Aber ich hatte sowieso Chancen an dem Abend. Ich weiß nicht, woran das lacht. Ich bin nur mal eine Zuckerpuppe. Ja, da kommt doch auch so ein junger Mann auf mich zu. Na, was soll ich sagen, Jung, eigentlich war es ja noch ein Kind gewesen, wa? Könnte mein Sohn gewesen sein. Ich sage, ich fühle mich ja geschmeichelt, sag. Aber wissen Sie, mit einem Kind tanze ich nicht. Oh, sagt er, Entschuldigung, ich wusste ja nicht, dass Sie in Ihrem Alter noch schwanger sind, wa? Also, was ich da alles erlebt habe an dem armen Kinder, das war ja lustig gewesen. Und vor allen Dingen ist das ja Sport. So Salsa tanzen, wa? Das ist ja auch gut für die Gesundheit. Ach, wenn mein Mann doch mit mir mal gehen würde, ja? Auch mal was tun würde für seine Gesundheit. Aber der sagt, nö, ich tue da was für meine Gesundheit, sagt er. Ich ernähre mich doch gesund. Und wissen Sie, was der jetzt macht? Womit der sich gesund ernährt? Bio-Bier. Bio-Bier. Ja, weil meine hochgeschätzten Fernsehfritzen hier von Potsdam TV neulich einen Beitrag gezeigt haben aus dem Forsthaus Templin. Und den hat nun ausgerechnet mein Mann gesehen. Und da hat er nun erfahren, dass die da Bio-Bier brauen. Naja, nun ist er ja laufend da. Gestern Abend auch. Kommt da wieder angetütert nach Hause. Ich sitze im Schlafzimmer in meinem Bett, lese noch ein Buch. Denke, was poltert denn da? Was poltert denn da? Schiebt der auf einmal den schweren Wohnzimmersessel, ritt ins Schlafzimmer, stellt ihn vor mein Bett und setzt sich hin. Ich sage, na sag mal, was soll denn das? Was willst du denn mit dem Sessel hier an meinem Bett? Ja, sagt der Liebling, ich weiß genau, jetzt geht dein Theater gleich wieder los und da wollte ich doch wenigstens in der ersten Reihe sitzen. Oh, und ich habe aber auch Theater gemacht. Mann, habe ich dem Mann eine Standpauke gehalten. Aber ich muss mir was Neues einfallen lassen. Na, irgendwie mal so eine Neuinszenierung, wenn Sie verstehen, was ich meine. Mensch, da habe ich eine Idee. Da könnte ich mir doch eigentlich mal ein paar gute Tipps holen von unserem neuen Intendanten aus dem Potsdamer Hans-Otto-Theater. Mensch, der ist ja gut. Der Mann hat ja was auf dem Kasten. Na, haben Sie nicht gehört? Die Premiere von der Wildente, die war doch super. Alle waren so begeistert, auch unser Bürgermeister, ja. Ach ja, also da muss man sich das unbedingt mal angucken. Ich stehe ja auch auf Schauspiel, ja. Ich war ja auch mal gewesen, wissen Sie, in Hamlet. Und da gibt es aber Leute, die interessieren sich ja nicht dafür, ja. Sie werden das kaum glauben. Hamlet spricht gerade so schön auf der Bühne. Auf einmal denke ich, was knistert der neben mir? Mein Nebenmann, ein wildfremder Mann, fängt auf einmal an, eine Taschenlampe aus der Jacke zu nehmen und liest Zeitung während der Vorstellung. Na, ich war ja entsetzt. Ich buffe meinen Mann an. Ich sage, du Schätzchen, der Mann neben mir, der interessiert sich nicht für das Stück. Stell dir mal vor, der liest ja so ja eine Zeitung, sagt mein Mann, was? Und das ist der Grund, warum du mich jetzt aufgeweckt hast, ja? Aber ich sage ja immer, ich stehe ja lieber auf aufgeweckte Bürschchen als auf dem alten Schlafsack, wa? Und ich kann Ihnen nur sagen, Mensch, machen Sie doch mal wieder was. Gehen Sie sich mal wieder kulturell ein bisschen bilden. Was tun Sie was für eine Bildung? So, aber ich tue jetzt nichts für eine Bildung. Ich tue jetzt was für Ordnung und Sauberkeit. Und deshalb mache ich jetzt hier weiter. Sie können ruhig schon gehen. Ich mache hier noch ein bisschen, ja? Also tschüss, Leute, bis in 14 Tagen. Sambaiero, Sambaiero.